Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fitnessbox. In diesem Video gibt es den Test von einem Sprungseil von Barry King. Das halte ich hier schon in meiner Hand. Sieht eigentlich aus wie ein ganz gewöhnliches Springseil, ist aber ein Springseil mit Bluetooth-Verbindung. In diesem Video erfahrt ihr natürlich, wie das Ganze funktioniert, wie das Sprungseil mit dem Smartphone zusammenarbeitet und wofür man das eigentlich braucht. In der Box des Sprungseils befindet sich natürlich zum einen das Sprungseil mit einem 3 Meter langen Gummi oder Sprungband. Dann, was ich auch sehr cool finde, so zwei Indoor-Adapter, die haben am Ende so eine kleine Schaumstoffkugel. So kann man auch, wenn man drin wenig Platz hat, mit dem Sprungseil springen. Außerdem eine Bedienungsanleitung, die auch in deutscher Sprache ist, und ein kleines Samttäschchen, wo man das Sprungseil drin transportieren kann. Das Sprungseil macht insgesamt einen robusten und gut verarbeiteten Eindruck. Obwohl die Griffenden komplett aus Kunststoff bestehen, sind sie doch ziemlich robust. Ich habe die mal ein bisschen auf die Belastungsprobe gestellt in den letzten Tagen und die haben wirklich alles ausnahmslos mitgemacht. Ich finde es auch sehr schön, dass die Griffenden schön groß sind. Das heißt, auch mit großen Händen lassen sich die Griffenden noch gut greifen. Ihr seht ja, dass es eine leichte Riffelung vorhanden, um noch ein bisschen mehr Grip zu bekommen. Trotzdem ist Kunststoff natürlich nicht so griffig wie andere Materialien. Eigentlich besteht bei diesem Sprungseil wirklich alles komplett aus Kunststoff, außer natürlich das Band. Das hat außen eine Gummibeschichtung, ist 3 Meter lang und im Inneren, ihr seht das hier, ist ein kleiner Metallkern, damit das Sprungseil einfach noch ein bisschen besser schwingt. Die Technik hinter dem Sprungseil ist schnell und einfach erklärt. Die Griffenden sehen so auf den ersten Blick gleich aus. Wenn man die aber nach unten dreht, dann sieht man, das eine Sprungseil hat hier eine Klappe. Und hinter dieser Klappe befindet sich eine CR2032-Knopfzelle, die übrigens bis zu 400 Stunden Training halten soll. Ich weiß nicht, wer so viel Seil springt, so lange hält auf jeden Fall. Hier die Batterie. Und in diesem Element befindet sich auch die gesamte Technik. Das heißt, hier ist dann der Bluetooth-Chip drin, der das Ganze an das Smartphone überträgt. Hier oben haben wir im Grunde ein 360-Grad-Gelenk. Also man kann es wirklich um 360 Grad einmal rumdrehen. Das befindet sich natürlich auch auf der anderen Seite. Man kann das Band übrigens sehr einfach wechseln. Das wird nämlich einfach hier oben durch die vorgestanzten Löcher einfach durchgezogen. Einmal ein bisschen dran am Ende gezogen und dann hält das Ganze auch wirklich bombenfest. Da war ich ziemlich überrascht, dass das so einfach geht. Es ist auch von Vorteil, wenn man das schnell wechseln kann, wenn man denn mal Indoor trainieren möchte und die Enden mit dem Schaumstoff installieren möchte. An den finde ich schön, dass der Schaumstoff hier weich ist. Man kann damit also wirklich auch nichts kaputt machen. Zugehörig zu dem Sprungseil ist die sogenannte FitJump App. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Man muss sich dafür einen Account mit E-Mail-Adresse und Passwort anlegen und Username. Man muss da einige Daten angeben, so persönliche Daten wie Gewicht und Größe, weil hier später dann auch Kalorien berechnet werden. Natürlich nur, wenn man dann auch einen Brustgurt koppelt. Aber dann können ja auch Kalorien angezeigt werden. Auf jeden Fall gibt es eine zugehörige App, wo die Daten rein übermittelt werden. Das Verbinden hier mit der App und dem Smartphone lief ohne Probleme. Hier seht ihr einmal ganz kurz, die App ist sehr einfach aufgebaut. Hier oben könnt ihr die bereits gemachten Trainings abrufen. Dann habt ihr so ein kleines Profil, könnt die Geräte angucken, die schon gekoppelt wurden. In diesem Fall ist das jetzt ein Herzfrequenzsensor und ein Sprungseil. Und ansonsten gibt die App nicht so viel her. Ich zeige euch gleich nochmal, wie die Auswertung in der App aussieht. Das ist sozusagen das Herzstück. Die App ist kompatibel mit allen Geräten ab Bluetooth 4.0. Hier wird auch die Bluetooth 4.0 Version verwendet bei diesem Sprungseil. Das ist eigentlich mit allen gängigen Smartphones kompatibel. Jetzt abschließend möchte ich das Sprungseil natürlich noch ausprobieren. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal 1000 Sprünge und koppel auch einen Brustgurt mit dem Smartphone bzw. mit der App. Mit dem Sprungseil kann man den logischerweise nicht direkt koppeln, aber mit der App und dem Smartphone lässt sich auch ein Brustgurt koppeln, so dass einem am Ende dann auch Kalorien angezeigt werden. Also ich mache jetzt 1000 Sprünge, zähle ein bisschen im Kopf mit. Ich mache nicht 1000 am Stück, sondern 100er, vielleicht mal 200er Parts. Vergleiche dann die im Kopf gezählte Zahl mit dem, was die App anzeigt und zeige euch am Ende nochmal, wie so eine Auswertung aussieht und natürlich meine Meinung zu dem Sprungseil.
werfen erstmal einen Blick in die App, weil ja nun mal Bluetooth hier die Hauptfunktion oder die angepriesene Funktion ist, machen wir das. Ihr seht schon, ihr habt es auch eben schon während des Trainings gesehen, die aktuelle Geschwindigkeit, also die Sprünge pro Minute werden angezeigt. Die Gesamtsprünge, die Herzfrequenz, wenn ein Brustgurt gekoppelt ist, das stimmt logischerweise mit einem Brustgurt und natürlich die Übungszeit. Ihr könnt euch dann die Daten nochmal anrufen, ihr könnt euch sozusagen Statistiken abrufen von Tagen oder von Wochen oder auch von einem Monat, wie viel ihr jeweils trainiert habt. Ich habe das Sprungseil noch nicht so lange. Auf jeden Fall lasst sich das alles in der App wieder abrufen. So sieht dann sozusagen ein Tag aus oder eine Trainingszeit, Startzeit, Endzeit, Anzahl der Sprünge, die Kalorien. Komischerweise wird da immer 20,1 angezeigt, Kalorien, aber später, wenn man dann runterscrollt, da werden die richtigen Kalorien angezeigt. Da könnt ihr jede Einheit nochmal wieder abrufen und euch das anzeigen lassen. Hier seht ihr auch sehr schön die Genauigkeit. Am Anfang bin ich immer 100 Sprünge gesprungen. Das geht so, so 10 bis 15 waren immer mehr. Hier bin ich 106 gesprungen, wo 125 steht. Und hier unten habe ich mal 200 Sprünge gemacht. Auch da geht das von der Genauigkeit. Kleinere Ungenauigkeiten sind immer, aber ich denke, auf 10, 15 Sprünge kommt es nicht an. Und von der Genauigkeit bin ich wirklich überrascht. So sieht auf jeden Fall die App aus. Ihr könnt euch angucken, wie schnell ihr wart, wie viele Sprünge ihr in der Minute gemacht habt, wie die langsamste Geschwindigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und natürlich könnt ihr euch unten die Pulsdaten nochmal wieder abrufen lassen. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass ihr das für jede Trainingseinheit wieder abrufen könnt und anschauen könnt. Seht ihr auch gleich, ob ihr euch verbessert habt in eurer Seilsprungtechnik hier in dieser App. Die App macht eigentlich einen ganz ausgereiften Eindruck, auch wenn es ein bisschen komisch ist, weil man auf irgendeine chinesische Seite weitergeleitet wird. Aber ansonsten ist die App auf Deutsch und funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut. So, jetzt abschließend gibt es natürlich noch mein Fazit von dem Sprungseil, Pro und Contra und was mir natürlich während des Trainings aufgefallen ist. Beginnen wir einfach mal hier mit diesen Indoor-Adaptern oder Aufsätzen. Die sind an sich gar nicht so schlecht, wenn man wirklich wenig Platz hat, aber beim Springen hat man mit diesen Teilen doch schon ein etwas anderes Gefühl. Man neigt dazu, nicht mehr ganz so hoch zu springen, weil man ja über nichts mehr rüberspringen muss. Sie sind ein bisschen schwerer, also sie sind schwer und dadurch hat man schon ein bisschen das Gefühl, als hätte man so ein ganz normales Sprungseil. Aber ein bisschen anders ist das Feeling mit diesen Teilen doch. Und ich empfehle eigentlich immer, das richtige Sprungseil zu verwenden, um auch wirklich nicht zu schummeln. Man neigt dazu, dann nur noch so ganz schnelle Umdrehungen zu machen, gar nicht mehr richtig zu springen. Man bescheißt sich dadurch natürlich ein bisschen selbst. Aber ja, ich finde die Teile nicht so cool. Aber wenn man wirklich wenig Platz hat, ist das vielleicht eine Alternative, wenn man sich nicht selber bescheißt dabei. Kommen wir jetzt mal zu dem Hauptseil. Was mir da als erstes aufgefallen ist, weil ich ja gerne barfuß trainiere, man kann damit nicht barfuß trainieren, weil das Seil durch den Stahlkern schon ein bisschen wehtut, wenn einem das mal gegen die Füße klatscht oder ich hatte es auch mal, dass es mir gegen den Nacken geklatscht ist. Das tut schon ziemlich weh. Also Training nur mit Schuhen möglich, weil das Seil einfach sehr hart ist und wirklich wehtut. Ansonsten ist mir beim Training aufgefallen, dass wenn man wirklich mal 200, 250 Sprünge macht, das Seil schon ziemlich, ziemlich schwer ist. Also es ist ein sehr robustes Sprungseil, dadurch sind natürlich nicht ganz so hohe Geschwindigkeiten möglich, weil das Band ein bisschen träger ist. Ich glaube so 180, 190 Sprünge die Minute, das war so mein Maximum. Mehr ist hier mit diesem Sprungseil aber nicht möglich. Aber ansonsten hat das alles ziemlich gut funktioniert, auch mit den Wiederholungen. Die App hat mich positiv überrascht auf jeden Fall. Da dachte ich am Anfang, okay, so eine chinesische Seite, aber die App am Ende funktioniert. Gibt ganz gute Daten aus, ganz lustige Daten und also von der App war ich am Ende positiv überrascht. Das Sprungseil ist definitiv auch was für große Menschen. Ich bin ja 1,86. Hier diese 3 Meter von diesem Band reichen aus. Ich habe tatsächlich noch ein ganzes Ende, was hier übersteht. Also es ist auch für große Menschen geeignet. Jetzt natürlich abschließend die Frage, braucht man sowas tatsächlich? Es ist ein lustiges Gadget, nice to have, gerade wenn man zum Warm-up oder Cooldown, so wie ich es gerne mache, gerne mal Seilspringen macht. Da landet gerade ein Helikopter auf der Wiese. Aber ansonsten, finde ich, braucht man so ein Sprungseil mit Bluetooth-Anbindung nicht unbedingt. Wenn man jetzt bereit ist, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, der Preis war mir übrigens zum Testzeitpunkt noch nicht bekannt, aber ich denke, so 20 bis 30 Euro muss man für so ein Sprungseil schon ausgeben. Mehr ist es mir meiner Meinung nach aber auch nicht wert, weil ich kann auch selber im Kopf zählen, dass man da noch so Umdrehungen und Kalorien und so hat. Braucht man nicht unbedingt, ist aber nice to have.
Das Sprungseil auf jeden Fall funktionierte im Test einwandfrei. Die App funktionierte einwandfrei. Viel mehr gibt es zu diesem Sprungseil eigentlich auch nicht zu sagen. Das war's jetzt von dem Test, von diesem Sprungseil von Barry King. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo vom Kanal. Das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Fitnessbox.